meine Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Channel. Mein Name ist Josephine und heute sitze ich endlich im neuen LBX für euch, im neuen Lexus LBX. Das ist das neueste und kleinste Modell, was Lexus jetzt ganz frisch an den Start gebracht hat. Ich bin über Hals und Kopf verliebt in das Modell, kann man sagen. Ich bin auf eure Meinung auch sehr gespannt. Schreibt die schon mal in die Kommentare. Und wir checken heute mal den Durchschnittsverbrauch vom LBX. Wir fahren wieder 30% Stadt, 30% Autobahn und 30% Landstraße. Angegeben ist der LBX mit 4,5 Litern Durchschnittsverbrauch. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, ob wir es vielleicht noch toppen können. Wir stellen hier im Innenraum 20 Grad ein, also bei der Klima 20 Grad. Hybridbatterie war jetzt fast komplett geladen. Tank ist komplett voll. Aktuelle Reichweite sind 640 Kilometer. Das liegt aber auch daran, dass es die erste Betankung ist. Das pendelt sich die nächste Zeit noch ein. Der Kofferraum ist leer. Unser Fahrzeug steht auf Sommerreifen. Ich glaube, das sind unsere kompletten Testbedingungen. Und wir fahren unsere gewohnte Strecke. Also wer hier auf dem Channel jetzt nicht neu ist, der weiß genau, wo wir langfahren. Und für alle anderen, bleibt gespannt, was da am Ende rauskommt, ist immer ziemlich aufregend. Also wir fahren jetzt mal los. Wir starten in der Stadt, wie sonst auch. Und dann berichte ich immer zwischendurch, wie mir der LBX so gefällt. Ziemlich cool finde ich zum Beispiel den Radius, also dass der super agil und wendig ist. Zeige ich euch gleich mal, was der alles so kann. Wir fahren jetzt erstmal los. So, es sind schon 7 Grad draußen. Wir haben einen Frühlingsanfang jetzt aktuell gerade. Ich glaube, gestern war offizieller Frühlingsanfang. Aktuell bin ich noch bei 10,1 Liter. Das ist natürlich ziemlich weit weg vom Durchschnittsverbrauch, also vom angegebenen. Ich tippe, dass der LBX so mit 5 Litern zurück auf den Hof rollen wird. Vielleicht schaffen wir es sogar unter 5 Liter. Vom Fahrgefühl muss ich sagen, ist er sehr, man merkt, dass er schwerer ist im Vergleich zum Yaris Cross zum Beispiel oder auch zum Yaris Hybrid. Also es ist deutlich ein massiveres Fahrzeug, wiegt Leergewicht 1280 Kilo, also an sich eigentlich überhaupt nicht schwer, aber der liegt echt, der hat einen guten Stand auf der Straße, kann man sagen. Also der liegt echt richtig angenehm, auch wenn ich so durch die Kurven fahre, da passt das Verhältnis auch richtig gut. Kurvenverlangsamung funktioniert auch sehr gut. Was mich jetzt nervt, bin ich ehrlich, ist die Schilderkennung, weil die permanent aufpiept. Tipp von mir, einfach Schilderkennung deaktivieren. Müsst ihr natürlich vor jeder Fahrt machen. Ist ein sicherheitsrelevantes Feature, wird also wieder aktiviert. Aber wenn das ärgert, der kann es halt auch ausmachen. Ich finde es immer gut, wenn man es ausmachen kann. Muss man ja nicht, aber dass man die Option dazu hat. So, jetzt sind wir so ein bisschen durch die Stadt gefahren und es geht schon Richtung Schnellstraße. Und ich habe aktuell 8,9 Liter hier stehen. Fahren in der Innenstadt, fahren jetzt hier 50, wo 50 ist. Und gleich auf der Schnellstraße wollen wir mal versuchen, einen Großteil auch wirklich 120 km/h dann zu fahren. Also, bleibt dran. Ich bin bei 9,1 Liter. Ihr merkt, es pendelt sich gerade alles ein. Ne? Ich bin jetzt bei 7,3 Liter Durchschnittsverbrauch. Und jetzt geht es auf die Schnellstraße. Und wir haben ja gelernt, schnell beschleunigen. Jo. Lass den ruhig so ein bisschen ziehen. So, ihr merkt richtig die Beschleunigung, ne? So, jetzt bin ich bei 120, Fuß runter, nur einen großen Zeh drauf. Jetzt ist er auch richtig laufruhig. Und wisst ihr, was ich finde, was deutlich weniger ist als in den anderen Modellen? Ich höre die Außengeräusche nicht so doll, die Windgeräusche und die Fahrgeräusche nicht so doll. Reifen zum Beispiel höre ich gerade gar nicht. Also ganz, ganz wenig nur die Abrollgeräusche. Aber vom Wind her, also hier ist nichts, was irgendwie pfeift oder so. Keine Ahnung, ob der Wind gut steht, aber ich glaube, es liegt wirklich am LBX. Richtig toll gemacht. Jetzt kommt hier ein kleines Stückchen, wo 80 ist. Da muss ich mich auch dran halten. Genau, also ich muss gerade, also wir haben beide gerade gesagt, was wir richtig schön finden beim LBX, dass er das Beschleunigen, klar, man hört, dass der Verbrenner unterstützt, aber längst nicht so stark wie bei anderen Vollhybridmodellen. Also der ist echt schön laufruhig und der zieht richtig gut an. Also der hat wirklich richtig Kraft, muss ich sagen. Spurhalteassistent hatte ich gerade auch schon mal so ein bisschen angetestet. Funktioniert auch 1A. Also man merkt wirklich, Toyota und auch Lexus, die arbeiten halt permanent an ihrem System, um die immer weiter zu verbessern.
Jetzt will ich mich mal hier rechts einordnen, weil wir müssen auch gleich runter. Aber jetzt auch, es regnet zum Beispiel und ich höre hier im LBX wirklich von draußen kaum was. Finde ich, ist richtig angenehmes Fahren. Also gerade wenn man weite Strecken fährt oder vielleicht sogar über eine halbe Stunde zur Arbeit und zurück und so, dann ist das hier, würde ich jetzt mal so sagen, ein richtig guter Wagen für euch. Einfach, weil euch das Fahrzeug runterholt, weil es super entspanntes Fahren ist. Vergleicht den ganze Zeit so ein bisschen mit dem Yaris-Hybrid, weil das für mich eine ähnliche Fahrzeuggröße ist, wie Yaris-Hybrid und CRR so ein bisschen dazwischen irgendwie. Der LBX ist natürlich deutlich komfortabler, muss man sagen. Ne? Der liegt irgendwie fester auf der Straße, die Verarbeitung ist eine andere im Innenraum, alles ist ein bisschen doller, mit Leder bestückt, alles ein bisschen, dieser Puffer am Armaturenbrett und so, alles ist ein bisschen ausgeprägter, würde ich sagen. Müssen wir runter? Ja. Ja, richtig vergleichen kann man sie nicht, aber vom Fahren her, also weil er auch so Spaß macht, der LBX, vergleiche ich den halt gerne mit dem Yaris Hybrid. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, an welches Fahrzeug der euch erinnert, von der Toyota oder Seat Palette. So, und jetzt bin ich runter von der Autobahn und bin bei 7,3 Litern. Kann man jetzt erstmal so nicht zu sagen. Also ich tippe, der wird sich so bei 5 Litern einpendeln. Ja. Wir fahren jetzt ein bisschen über Land und ich melde mich gleich wieder, wenn es so ein bisschen huckelig wird. So, 6,6 Liter stehen hier aktuell. Jetzt fahren wir hier rechts rum. Und dann kommt, glaube ich, auch diese huckelige 30er-Zone. Vom Bremsverhalten her ist er super ruhig. Und also sobald ich den Fuß vom Gas nehme, der fällt nicht gleich in diese Rekuperationsstufe rein, wie ich finde, sondern hält die Geschwindigkeit erst einen Moment, dass ich noch so ein bisschen aussegeln kann, so würde ich sagen. Und dann fängt er erst an zu rekuperieren. So, jetzt geht es hier berghoch. 6,5 Liter ist auch total okay, würde ich sagen. Sind jetzt schon ein bisschen Autobahn gefahren und so ein bisschen über Land. Jetzt tingeln wir hier so ein bisschen durchs Dorf. Der ist halt echt ruhig, ne? Also klar, wenn ich auf den Pin drücke und jetzt mal Vollstoff überholen möchte oder so, natürlich, dann höre ich den Verbrenner, aber sonst ist das echt ein ruhiges Fahren. Und macht bitte eine Probefahrt, weil er ist so agil, also wenn ihr mal so ein bisschen links, rechts und mal so ein Ausweichmanöver habt oder so, der macht richtig Spaß. Übrigens fahren wir gerade in einem frontangetriebenen LBX. Wer sich für die Allrad-Variante entscheidet, dem kann ich schon mal sagen, der geht in Kurven noch besser ab. Also der Allrad-angetriebene LBX, so meine Erfahrung, der liegt einfach noch ein bisschen, dadurch, dass er einen anderen Schwerpunkt hat, irgendwie noch ein bisschen gefühlt tiefer auf der Straße und geht in den Kurven noch so ein bisschen mehr mit. Frontangetrieben reicht aber auch vollkommen aus. Der Verbrauch ist beim Allrad dann aber ein bisschen höher. Der ist angegeben mit 4,6 bis 5 Litern. Da bin ich mit meinen angegebenen 4,5 dann doch ein bisschen glücklicher. Ich bin jetzt gerade bei 6,1 Liter Durchschnittsverbrauch. Und genau hier ist jetzt so dieser lärmgeschützte Bereich, wo wir auch mal relativ vorsichtig durchfahren. Und dann geht es auch schon zu dieser hügeligen Strecke, dann durch die City. Genau, dann wieder zurück zur Autovella. Ich versuche die ganze Zeit schon zu rekuperieren, aber ich muss halt sagen, dadurch, dass der LBX so gut abgestimmt ist, macht er das im Großen und Ganzen, kann man sagen, weitestgehend irgendwie selber. Also der macht wirklich so vom Energiemanagement, macht er das echt richtig gut. So, 6 Liter, Berg runter. Ich drücke nur ganz leicht auf die Bremse. Muss ich gar nicht. Der LBX bremst hier ganz von alleine schon so ein bisschen ab, hält die Geschwindigkeit hier am Berg, also genauso wie es halt sein soll und nutzt das Ganze dann, um das eben auch, wo ist der Energieflussmonitor hier, um das Ganze wieder in die Batterie einzuspeisen. Die ist auch schon wieder fast ganz voll, obwohl ich vorhin schon viel rein elektrisch gefahren bin. So, hier einmal rüber. 6 Liter Durchschnittsverbrauch, das ist jetzt, finde ich, auch voll okay. Wir sind auf der Autobahn ein bisschen schneller gefahren, haben die Landstraße jetzt schon hinter uns. Da ging es ja auch nicht wenig hoch und runter. Genau. So, 5,9 Liter, gut. Ich muss auch sagen, jetzt geht es gerade ziemlich viel bergab, aber ist ja unsere gewohnte Strecke.
Und auch ihr werdet ja immer bergab fahren. Deswegen das dann ruhig immer mitnehmen. Also da nützt es auch nichts, großartig auf den Pin zu drücken. Zumal hier eh, ich glaube, 30 oder 50 ist. Und ja, mag kein Anwohner, wenn ich hier dann mit 60 rot durchfahre. Dann kann ich so eine Strecke auch immer gut nutzen, um so ein bisschen Energie wieder in meinen Akku reinzuschieben. So, wir sind jetzt bei 5,7 Litern, immer noch. Jetzt muss ich ein bisschen schneller. Hier ist 70, die fahren wir auch. So, also ihr hört den, ne? Man hört ihn so ein bisschen, aber es ist nicht, dass es unangenehm ist oder sowas. Im Gegenteil, ich mag das sogar, wenn er den Verbrenner dazu schaltet. Es ist halt nicht so ein unruhiges Röhren irgendwie, sondern ist einfach der Sound für noch mehr Leistung, würde ich sagen. Man hört, da kommt jetzt noch was so. So, jetzt geht's wieder bergunter. Sei schlau und rekuperiere hier. Genau, nicht zu stark bremsen. Aber auch nicht zu wenig. Das ist schon ziemlich kurvig hier. So, 5,8 Liter. Das heißt also, bei dem Berg hat der Verbrenner jetzt ordentlich unterstützt. Ist auch kein Thema, weil das Ganze fahren wir ja wieder runter. Und das, was wir sozusagen in Energie jetzt gerade genutzt haben, um hochzukommen, das ziehen wir uns sozusagen beim Runterfahren wieder zurück in den Akku, in die Batterie. So, 5,7 Liter, finde ich total okay. Und wir haben noch die ganze Stadtstrecke vor uns. Da bin ich mal gespannt, weil eigentlich in der Generation können die ja so zwischen 60% und 80% einer Strecke durch die Stadt rein elektrisch zurücklegen. Und mal gucken, ob er das jetzt auch macht. Also ich würde mal sagen, jetzt beginnt so richtig der Stadtteil, ne? Jetzt sind wir bei 5,7. Wir haben beide gerade gesagt, wir finden den RBX wahnsinnig leise, auch vom Beschleunigen her. Ist eben nicht so dieses helle Hybrid, dieser helle Hybrid-Sound, wenn normalerweise der Verbrenner dazu geschaltet wird, den wir sonst so kennen aus den Modellen, sondern es ist ein bisschen dumpfer, es ist ein bisschen dunkler. Und der Max sagte gerade, es hört sich so an, als wäre der Motor einfach stärker. Und das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Es macht richtig Spaß, diese Leistung abzurufen, weil man schon gefühlt hört, was da kommt. Wir haben auch beide gerade gesagt, wir würden gerne diesen Dezibel-Test hier mit dem LBX machen. Einmal würde ich das gerne mit dem normalen LBX machen. Einmal würde ich das gerne machen mit der Ausstattungsvariante, die dann eine Doppelverglasung hat. Der soll im Innenraum ja noch leiser sein. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie der noch leiser sein soll, weil dann hört er sich wirklich an wie ein E-Auto. So, wir sind live wieder bei Autovella. 5,3 Liter stehen aktuell auf unserem digitalen Tacho und ich finde es total okay. Ich finde auch die Darstellung von Apple CarPlay ist richtig cool im LBX. Ist alles richtig groß. Also 5,2 Liter stehen jetzt drauf. Es macht richtig Spaß, den LBX zu fahren, weil er halt so wendig ist und so agil. Also der hat eine coole Größe, es passt alles rein. Man kann zu 5 fahren, man kriegt ordentlich was im Kofferraum. Aber wenn man halt hier vorne fährt, ist das ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen sportlich angehaucht, weil er auch echt ziemlich guten Seitenhalt von den Sitzen hat. Also man hat so dieses sportliche Sitzen, finde ich irgendwie. Aber wenn man dann das gut unterfütterte Lenkrad so in der Hand hat, dann hat man halt auch gleich wieder diesen Komfort und diese Ruhe beim Fahren. Also ich bin jetzt nicht die, die sonst langsam fährt, aber mit dem LBX macht es echt Spaß, so vorausschauend zu fahren und so einfach ruhig an sein Ziel zu kommen. Und das mit wenig Verbrauch. So soll es ähnlich sein. Wir melden uns dann gleich wieder bei Autovella, wenn wir den LBX einparken. 5,1. Was soll ich jetzt sagen? Gut, wenn ich mir jetzt einen reinen Verbrenner nehme, zum Beispiel Toyota Aygo, der liegt auch so ungefähr bei 5 Litern. Jetzt habt ihr halt einen LBX, der ist deutlich größer, der hat auch mehr Ausstattung, der ist auch ein bisschen schwerer und der braucht halt dann 5,1 Liter. Und dafür fahrt ihr halt auch einen Lexus, ne? Ich finde 5,1 ist total okay für den. Und ich muss auch dazu sagen, lass das ruhig 5,1 sein, aber halt dieses super ruhige Fahren ist mir persönlich lieber, als dass ich jetzt bei 5 Litern gewesen wäre, aber halt noch dieses unruhige Fahrgefühl hätte. Da ist mir wirklich dieses ruhige Fahrgefühl deutlich, deutlich lieber. Deswegen probiert es selber aus. Die LBX stehen jetzt in allen Lexus-Foren. Ruft da einfach mal an, macht mal einen Termin für eine Probefahrt. Vielleicht auch, wenn ihr CAR oder
Jahreshybridfahrer seid und testet es einfach mal aus und guckt einfach mal, wie sich die neue Hybridgeneration, sag ich mal, weiterentwickelt hat. Weil ich finde wirklich, dass es hier ein großer Sprung ist. Klar, Verbrauch könnte noch minimal besser sein, aber einfach von der Technik, vom Ansprechverhalten, vom Gas geben, wie viel Leistung ich abrufen kann, dann dieses super ruhige Fahren. Also ich finde wirklich, LBX lohnt sich, Probefahrt lohnt sich, macht das einfach mal und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nicht das Video, wenn wir bald mit den Dezibelmessern im Auto sitzen und nochmal gucken, wie leise der LBX wirklich ist und auch wie leise der LBX mit der Doppelverglasung ist.